Ach, komm schon. So. Na, stimmt, dich hatte ich noch nicht so erwischt. So, jetzt aber. Die Fährtenfeen Nummer 11 und 12. Sehr schön. Dann haben wir die jetzt auch. Ja, genau. Ich hätte das noch oben lassen müssen. Naja. Egal. Aus Fehlern lernt man, nicht wahr? Fehler sind da, um gemacht zu werden. So. Ich hau das ja trotzdem jetzt einmal raus. Wobei, nee, das komplett raushauen, das brauche ich erst, wenn ich zum Boss will. Genau. Das heißt, wir springen jetzt hier einmal komplett runter. So. Und wo war jetzt hier der Schalter, um das Ganze wieder ab. Ja, das Ganze wieder zurückzusetzen. Da war er. Okay. So. Wird jetzt einmal komplett resettet. Und irgendwie scheint meine Avamedia Capture Card ein paar Problemchen mit manchen Soundeffekten hier zu haben. Naja. So. Dann wollen wir hier doch mal im Gorun Dungeon kurz auf den Deku wechseln. Um einmal hier hoch zu fliegen. Weil das einfach mal kürzer ist. So. Okay. So. So. Perfekt. Dann sind wir wieder hier drin. Und hämmern da nochmal drauf. Ups. Na komm. Okay. Dankeschön. So. Moment, ich hatte festgestellt, am sinnvollsten ist es, wenn ich mich hier runterfallen lasse. Und jetzt hier den Weg nach oben nehme. Stimmt ja, da war ja was. So. Dann hier rüber. Hier lang. Reicht das von meiner Magie hier überhaupt noch? Ich hoffe doch. Aber gerade so. Wow. Minimal knapp. Naja. Muss ich nur hoffen, dass ich jetzt hier gleich irgendwo Magie finde. So. Gut, dann wollen wir das jetzt nämlich alles erstmal da so lassen, wie es ist. Dum, dum, dum. Dann hier nochmal rüber. So. Na.
Ich kenne ein bisschen Magie hier drin. Wow. Wow. Na gut, dann nicht. Meine Fresse. So, gut. Dann geht's jetzt einmal hier rüber. Gut, das ist mir jetzt gerade egal. Ich glaube, hier ist Magie. Ja, hier ist Magie. Sehr schön. Okay, perfekt. So. Dann treffen wir hier nochmal Visro. Mensch. Kennt er den noch? Den hatten wir erst besiegt. Wir nutzen jetzt Feuerpfeile, einfach weil die ein bisschen mehr Schaden machen. Ich weiß gar nicht, was mehr Schaden macht, ein Feuerpfeil oder mit dem Goron einmal raufhauen. Ach so. Das ist jetzt schon das Ding. Na gut. Ein Pfeil und ein bisschen Magie verschwendet. Was soll's. So. Wo ist als nächstes? Da? Da. So. Perfekt. Das war's. Und das komplett ohne irgendwelche Hektik. Einfach ganz gechillt, einfach aus der Distanz raufgehalten. Mehr braucht's hier nicht. Okay. Dann wollen wir jetzt einmal hier durch. An den Bossschlüssel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du hast den Masterschlüssel gefunden. Jo. Danke sehr. Nehme ich gerne mit. So. Komme ich da von hier aus ran? Ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob ich dafür die Hasenohren brauche, damit das ordentlich funktioniert. Ich versuch's mal mit. Geronimo! Sehr gut. Hier wollte ich hin. Um diese verirrte Fee zu retten. Nummer 13. Zwei fehlen noch. Okay, wo fehlen mir hier jetzt noch zwei? Sind die in dem Gebiet, wo ich noch nicht hinkomme? Oder wo ich noch nicht war. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Weil ansonsten wüsste ich gerade nicht, wo die sein sollen. Na gut. So, wir fliegen dann einmal hier rüber. So. Und wechseln auf die... Ups, auf die Goron-Maske. So. Da packe ich mir die mal mit hin. Okay. So, jetzt können wir die weghauen. Eins. Zwei. So. Mal schauen, ist hier noch irgendwas? Nein, gut. Das ist schon mal schön. So. Dann will ich jetzt hier einmal rüber. So. Und hier die Scheiben weghauen. Eins. Und zwei. So. Gut. Dann kommen wir jetzt nämlich hier einmal hoppala, rüberrollen. Kommen wir jetzt hier hin. Sehr schön. Perfekt.
Na, hier scheint es aber wirklich nur noch mal direkt hoch zum Boss zu gehen, ne? Ja. Okay, irgendwo habe ich zwei Feen verpasst. Aber da kümmern wir uns dann nach dem Boss drum. So, erstmal machen wir den. Ich muss sagen, das ist mein Lieblingsboss. Aus Majora's Mask. Der ist sehr, sehr cool. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Die Pussy-Methode und die coole Methode. Wir verwenden jetzt natürlich die coole Methode. Ganz klar. Coole Methode heißt, wir verwandeln uns in ein Goron. Starten die Goron-Rolle. Und springen dann einfach in ihn rein oder rollen in ihn rein. Ja. Und weichen natürlich nach Möglichkeit den Steinen aus, die er nach uns schmeißt. So. Wenn wir weit von ihm weg sind, sollten wir auch vermeiden zu springen. Weil Sprünge sind langsamer, als wenn wir rollen. Ah, Mist. Ich dachte, ich komme da über den Angriff drüber gesprungen. Naja, war nicht so. Egal. Na, komm schon. Lad auf. Danke. So, die Pussy-Methode, weil ich die erwähnt habe, wäre, wir bleiben da stehen, wo wir den Kampf gestartet haben und warten, bis er uns vorbei rennt und drücken ihm dann einen Feuerpfeil ins Gesicht. Ganz ehrlich, das ist langweilig. Das ist viel cooler. Dauert zwar vielleicht länger, je nachdem, wie gut man die Goron-Rolle beherrscht und wie gut man im Ausweichen ist, aber hey. Ganz ehrlich, der Coolness-Faktor siegt an der Stelle in meinen Augen auf jeden Fall. So. So, okay. Da gerade unsere Rolle sowieso beendet wurde, ich keine Chance gehabt hätte, ihm damit irgendwie Schaden zu machen, habe ich einfach so nur raufgehauen. Geht auch. Ist natürlich ein Zustand, den man gerne erreichen möchte, das gut am Boden liegt. Das erreicht man, wenn man auf ihn rauf springt. Aber das auf ihn raufspringen ist halt nicht unbedingt leicht. Er ist nicht er ist im Flug nicht leicht zu treffen. Obwohl er so groß ist. So. Aber er macht es, glaube ich, auch nicht mehr allzu lange. Wobei, er ist noch nicht dabei, Bomben nach mir zu schmeißen, wie es aussieht. Von daher könnte es sein, dass es noch ein bisschen dauert. Ach Mann. Ich schaff's nie, den Teilen auszuweichen. Das ist schlimm. Ah, jetzt schmeißt er mit Bomben nach mir. Okay. Das ist immer so ein Anzeichen dafür, dass er nur noch ein paar Treffer einstecken kann. So, das ist jetzt quasi seine letzte Phase. Sollte zumindest die letzte sein. Ich wüsste nicht, was noch kommen könnte. So. Na komm mal her hier. Na bitte, endlich bin ich dem Scheißding ausgewichen. Und roll hier voll in den... in den Stein rein.
Wow. Okay. Na los. Los jetzt hier. Noch zwei, drei Treffer und das war's. Na? Doch ein bisschen mehr als zwei, drei, ja? Na gut. So. Na bitte. Ja, mit 2-3 meinte ich auch 2x3 und dann. Im Nachhinein kann man sich das doch alles wieder so hindrehen, wie man es braucht. Ne? Sehr schön. Damit haben wir den stählernen Albtraum gut besiegt. Nice. So mustert. Okay, wo haben wir jetzt unseren Herzcontainer? Mann, dann kriege ich jetzt einen Schluck auf. Ganz schlechte Idee. So, hier. Ups. Meiner. Danke sehr. Und wir bekommen Gots Vermächtnis. Gots Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Gots gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da haben wir doch alles richtig gemacht. Was seid ihr? Wächter. Wächter? Also seid ihr Schutzgötter? Deshalb wart ihr in den Tempeln. Aber warum sind die Schutzgötter? Nein, warte, hörst du mir zu? Hey, warte! Hey, listen, listen, hey! So, und dadurch, dass wir den Pikibernia-Tempel befreit haben... taut hier alles auf. Und der Frühling kehrt zurück. Hey, brauchst du mehr frieren? Guck mal, es ist Frühling. Geil. Sehr schön. Perfekt. Wir landen jetzt hier natürlich in der Bergfestung. Damit kann ich gerade nichts anfangen. Ich muss nochmal zum Pikibernia. Wobei, Moment, nein. Nein, noch nicht. Sekunde. Sekunde, wie viel Geld habe ich? Scheiße, es reicht gerade so nicht. Aber das kriegen wir eventuell noch behoben. Sekunde. Ich glaube, ich brauche 100 Rupees. Okay. Ist schon mal nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwo bewegliches Gras ist.
Oder sich bewegendes Gras? Wenn ja, dann will ich die alle mit einem Schlag zerstören. Denn dann gibt der mittlere davon 20, einen roten Rubin. Also einen tatsächlichen Rubin. Verdammt. Zwei nicht erwischt. Ach. Dang it. Aber wir haben die 100 zusammen, das ist gut. So. Hallöchen. Ich habe Arbeit für euch. Uga, 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 uga. Oh, ein Kunde? Tabora, bring unserem Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. So, lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Also gut, es kostet 100 Rubine, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über Nacht hier lassen. Vergiss nicht, dass dein Schwert nach 100 Streichen wieder abstumpft und somit seine neu gewonnene Schärfe verliert. Möchtest du dein Schwert für 100 Rubine schärfen lassen? Ja, will ich. Danke für deinen Besuch. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Komm morgen früh zurück. Okay. Ugo, Ugo, Ugo. Ja. Sehr schön. Gut, wir haben zwar jetzt unser Schwert erstmal verloren, aber das ist gar kein Problem. Das kriegen wir alles hin. So, wir gehen jetzt erstmal nochmal zum Pikibernia. Pikibernia. So. Meine Fresse. Aussprache.